Hallo, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, die Straße zu den 120 Sternchen. Wir machen weiter. Mal schauen, wo uns die Reise heute hintreibt. Wir gehen auf den Planeten mit den drei Sternen und es ist das Honigbienenkönigreich. Juhu! Das ist schön. Als erstes Fliegbienen Mario. Wir bekommen die erste neue Transformation in diesem Spiel zu sehen. Ui, Poff. Das mit dem Ui muss man am Anfang sagen, das geht gar nicht anders. Das habe ich alles der Rose zu verdanken. Rose of the Ocean, falls jemand von euch kennt. So, das ist das Honigbienenkönigreich. Unsere Königin regiert das Land. Okay, schön für deine Königin, wenn die ein eigenes Land hat. Und schön, wenn dir das Land gefällt. So muss das sein. So. Ich versuche das Ganze gedächtnismäßig noch hinzukriegen. So, wir haben auf jeden Fall unten schon mal eine neue Fähigkeit, einen neuen Pilz freigeschaltet. Da möchte ich jetzt auch hin, aber nicht sterben. Kamera, Kamera, Kamera. Danke, Kamera. Au! Hoho, wenn der mich jetzt runtergeschossen hätte, du. Das hätte Beef gegeben. So. Jawohl, du wurdest zum Bienen-Mario. So muss das. Okay, wir fliegen eine Runde. Die einzige Schwäche, die Bienen-Mario hat, ist das Wasser. Sobald ich das Wasser berühre, verliere ich meine Flügel und muss ein neues Item finden. Oder wenn mich ein Gegner trifft. Vor Mario haben sie Angst, vor Bienen-Mario nicht. Aha. Das war mir jetzt schon nicht mehr so bewusst. So, warte, warte. Hui! Aha, sehr gut. Die könnten mir eigentlich auch mein Leben dann wieder auffüllen. Auf diese Blumen können wir nur hüpfen, wenn wir Bienen Mario sind, weil der normale Mario ist natürlich zu schwer. Das versteht sich von allein. So. Wohin müssen wir überhaupt fliegen? Ich glaube zur Königin, oder? Da war irgendwas, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aha, jetzt auf die Blume, ne? Ja. Ganz viel Zeug mitnehmen, wir wollen natürlich wieder ein Level-Up. Level-Up, ein One-Up. Da wäre zwar noch ein Leben, aber das möchte ich nicht. Aha! Perfekt. Jawohl, wir müssen zur Königin, okay. Ich war mir schon nicht mehr sicher. Und als Honigbiene kann man natürlich auch klettern. Das ist sehr wichtig. Ich würde, glaube ich, den ganzen Honig hier aufessen. Ich würde gar nicht weiter hochfliegen. Ich würde mir denken, ach, Königin, ist mir egal. Ich will den Honig. Powerstern, ach, ist mir egal. Prinzessin, ach, ist mir egal. Ich habe Honig. Ich bin so ein Vielfraß. Hui. Hallo. Oh, wer bist du denn? Egal, wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mir juckt es am ganzen Körper. Kannst du dir das nicht mal ansehen? Okay, werte Pornodame, ich mache eine Massage für dich. Einmal durchs ganze Fell. Mhm, so muss das. Was hast du denn da in deinem ganzen Körper versteckt hier? Solltest mal dich waschen, meine werte Bienenkönigin. Oh, danke, Fremder. Ich fühle mich jetzt gleich viel besser. Wenn mal wieder was ist, kümmere dich drum, ja? Hallo? Ich bin zu Besuch. Ich bin ein Gast. Ja, da kannst du mir nicht einfach sagen, hier, Mario macht dies, Mario macht das. Bist du die zweite Prinzessin Peach oder was? Frechheit. Wirklich einfach eine Frechheit. Bodenlose Frechheit. Hallo. Krä!
Reich der Bienen. Hallo, Mario, du bist es. Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Ach, ganz vergessen, wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn bitte. Okay. Gib. Bam, bam, ba, 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 ba. Und ein weiterer Stern, schön. Aber wir sind nicht in der Terrasse gelandet, sondern wir sind oben auf der Sternwarte gelandet. Wahrscheinlich, weil wir jetzt zu dem nächsten Boss könnten. Mario, dein Name ist Mario, nicht wahr? Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario, irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sich sie jetzt auf jeden Fall besuchen. Nein, ich besuche sie nicht. Obwohl, ich könnte sie besuchen. Soll ich sie besuchen? Okay, wir besuchen sie. Meinetwegen. So, let's go. Dann besuchen wir doch mal unsere Freunde in der Garage. Hallo. Wo bin ich? Ich will schnell nach Hause. Hallo. Mario, wir haben es auch irgendwie hierher gefuckt. Wir helfen dir, die Powersterne und Prinzessin Peach zu befreien. Okay. Und sonst habt ihr nichts, ne? Ja. Das heißt, auf zur nächsten... Auf zum nächsten Powerstern in Bienenkönigreich. Ja, wir könnten theoretisch jetzt schon hier zu dem Fragezeichen, aber da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte gerne, dass alle drei Sterne hier in dem Honigbienenkönigreich, dass es sozusagen abgeschlossen ist. Aber gut, wir kommen ja eh später nochmal hin. Notfall am Wachturm. Und zwar durch die Challenge Galaxy Sterne. Notfall am Wachturm, ja. Super. Bum, 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 bum. So, das kann ich mit einer Stampfattacke kaputt hauen. Das ist auch wieder so tutorialmäßig aufgebaut. So, hallo, du kannst eine Stampfattacke machen. Springe dafür hoch und drücke Z. Und schon passiert etwas Wundervolles. Und tschüss. Oh Mann. Ich weiß, dass mir das bei diesem Level jedes Mal passiert. Aber wirklich jedes Mal. Aber gut, wir haben jetzt 10 Leben. Das ist ja kein Problem. Man darf an dieser Stelle einfach nicht nochmal diese Drehattacke machen, weil sonst fliegt er zu weit. Wir müssen auf die andere Seite deswegen. Aha. Mach das kaputt. Los, ich möchte da hoch. Denn da sind... Wow. Da waren 3 drin. Ich bin begeistert. Das war nicht sehr viel. Ich dachte, also ich hatte da jetzt echt höhere Erwartungen dran. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo der Notfall hier besteht. Aber gut. Wenn die Bienen sagen, sie haben einen Notfall, dann glaube ich ihnen natürlich. So, geh da hoch. Let's go. Ist wahrscheinlich so eine... Nee, Zeitsache ist es nicht, sonst würde ich jetzt eine Uhr ticken hören. Das sieht so zeitmäßig aus. Ich sag ja, ich erkenne den Notfall hier immer noch nicht. Einfach nur, weil der Wiggler da war, oder was? Du, der Wiggler. Also, es sieht wirklich nicht so aus, als hätten wir hier einen Notfall. Können wieder alles zerstören.
möchtest du mir erzählen? Ah, okay. Arr, der Stinkkäfer ist es. Okay. Habe ich fast gedacht. Wow, pass auf, was du da tust. Okay, das hätte beinahe schlecht ausgehen können. Bei den Stinkkäfern ist es, finde ich, viel zu offensichtlich, dass die ja nur am Panzer an sich verwundbar sind. Okay. Bewege dich. Gut, dafür muss ich wahrscheinlich erst einen Schalter betätigen, der sich bestimmt hier hinten findet. Tschüss! Aha! Hallo. Oh, you son of a bitch, was tust du mich? Hallo. Tschüss. Oh, 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 jetzt wird einer angepisst. Au. Das hätte so tödlich gerade enden können. Aber sowas von tödlich. Das war echt knapp. Das war so richtig knapp. Aber gut, wir haben es geschafft. Den zweiten Stern. Haben wir erhalten. Wunderschön. Das heißt noch der dritte. Und da ist die Folge auch schon wieder rum. Ja. Ja, natürlich möchte ich speichern. Ich glaube, ich werde dieses andere Level auch zeigen. Mal schauen, wie schnell wir uns jetzt noch schlagen. Oder was das nächste überhaupt ist. Gegenangriff des Stinkkäferfamilie, das war mir klar. Ich glaube, die habe ich so ein bisschen sauer gemacht, aber nur ein bisschen. Minimal. Okay, dann lass uns doch mal losreiten. Auf die wilden Seiten. Und Stinkekäfer vernichten. Und dabei dichten. Die Frage ist, was muss ich machen? Aha! Das Spiel sagt mir, ich muss hier lang. Ich muss mich da hinstellen und dann schießt mich die Kanone rüber. Ah ja, ein Maxi-Pilz. Ich möchte den haben. Dadurch habe ich nämlich jetzt 6 Kraft. Oh, schade. Ich dachte irgendwie, wir kommen dann noch ein bisschen weiter nach oben. Hä, wo muss ich lang? Muss ich da runter, oder? Oder auch nicht? Mir das hier so angezeigt wird, als müsste ich da hoch. Oder war ich ja gerade? Oh, 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 Mario, was machst du da? Mach dich nicht unglücklich. Wir könnten natürlich auch nach da hinten. Ah, das sieht auch gut aus. Und die sagt jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Ja, wenn du das, was ich gerade vorhabe, als Reden bezeichnest, kann ich gern mal mit ihnen reden. Oh Gott, ich weiß, was es ist. Es ist der Riesenstinkekäfer. Nein. Der ist schwierig. Also, ich fand den immer schwierig. Ich weiß nicht, ob er immer noch schwierig ist. Mal schauen. Stinkekäfer, ich komme. So. Da ist er. Das ist der Papa-Stinkekäfer. Ich habe ihn angepisst. Hui.
Erwischt. Ich glaube beim dritten Mal ist er ziemlich angepisst. Oh, das ist so schwer, den zu erwischen. Timing-mäßig. Da muss ich jetzt losfliegen. Jetzt macht er wahrscheinlich eh gleich wieder seine Runde. Schade, 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 schade. So. Hallo, Mr. Stickekäfer. Ich wäre gerne wieder eine Biene. Außer das ist natürlich nicht für sie in Ordnung. Oh nein, nicht ins Wasser! Au! So. Kommen Sie vorbei, Mr. Stinkekäfer. Ich mach sie alle. Oder gesagt, ich hab's vor. Oh nein, er hat sich nicht gedreht! Ja. Wir probieren es nochmal von hier oben. Muss doch irgendwie klappen. Ah, verfehlt, verfehlt. Es ist so schwer einzuschätzen, glaubt's mir. Oh, jetzt hat sich der Blödkopf auch noch gedreht. Warum? Oh mein Gott. Ich mache mir das Leben wahrscheinlich schwieriger als es ist. Ich könnte die Blumen hier verwenden. Ja. Oh, das war wieder mal zu langsam. Jetzt reicht's mir aber. Oh. Dreh dich um, du Schwein. Jetzt macht er wieder kehrt, oder? Jetzt fährt er wieder seitlich an mir vorbei, oder? Ja. Jetzt dreht er um. Ja! Geht doch! Bitte keine vierte Stufe. Danke. Oh Mann. Das war jetzt ein Spektakel. Das hätte ich wohl auch einfach machen können. Aber na gut. Übung macht den Meister. Ich möchte jetzt Biene Mario wegfliegen. Oh. Ich darf nicht. Ich muss jetzt noch Mario wegfliegen. Wahoo. Na gut. Dann nicht. Ja. Oh. So, schön. Alle drei. So, ein Gourmet-Loma ist aufgetaucht. Das ist sehr gut. Und speichern wollen wir auch. Der Gourmet-Loma, das heißt, mit denen müssen wir wieder fütteln wie die anderen. Die machen dann eine völlig neue Galaxie auf. So, jetzt lasst uns erstmal nochmal da hochgehen. Ich möchte nochmal wissen, was war das? Oh, Testsurfen. Umdrehbodengalaxie. Okay, wir machen Testsurfen. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Und Umdrehboden und den Gourmet-Luma machen wir das nächste Mal. Und dann wahrscheinlich auch schon den Boss von der Terrasse. Lass uns surfen. Yes. Das ist, glaube ich, noch schlimmer als in Super Mario Sunshine. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Hallo.
Hey, willst du auch surfen? Klar. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einen Rochen. Dann erkläre ich dir, wie es geht. Also, pass auf. Richte deine... Okay. Ja. Genau. Okay. Jawohl, das ist easy. Okay. Oh je, das wird schlimm. Okay. Boah, der reagiert so leicht. So, jetzt komm. Vor allem, der springt immer so. Viel Glück, danke. Das kann ich gut gebrauchen hier in dem Level. Wow. Und tschüss. Hm. Ah, das war nicht so lustig. Probier nochmal. Anstrengung! Go! Oh Gott, kannst du aufhören, Yahoo zu machen? Mario! Mario, bitte lass das. Wenigstens bekomme ich hier immer wieder ein Leben. Also mit vollem Karacho kann man das nicht durchziehen. Muss auf jeden Fall besser sein als 1,30. Das wird knapp. Oha. Juhu, 1,24. Oh je, das war sehr knapp. 1,24, hervorragend, du hast dich angestrengt. Das verdient eine Goldmedaille. Gib den Stern. I want the star, please. Danke. So. Sehr schön. Okay. Juhu, ich habe die Galaxie komplett. So, jetzt könnten wir schon zum ersten Feindbild. Wir haben die Basis an der Front entdeckt. Bleibt so offen, dass die Kraft des Sternes nicht missbrauchen. Okay. Gut, aber das machen wir. Wie bereits gesagt, das nächste Mal. Bis dahin. Noch einen wunderschönen Tag und tschüss.